Was für eine Begeisterung. Weit mehr als 1000 Pirner waren auf den Marktplatz gekommen, um den Olympiasiegern einen großen Empfang zu bereiten. Die Stimmung schon früh am Abend ausgelassen, doch als die Olympiahelden die Bühne betraten, tobten die Massen. Eine Stimmung wie bei einem Popkonzert, das überraschte selbst die coolen Jungs aus dem Eiskanal. Ja, nee, sowas habe ich mir noch nie vorgestellt, dass so viele Leute wegen uns mal irgendwo sind. Das war schon ganz gut. Hinter jedem Einzelnen aus dem Bobteam Friedrich liegen wohl die Wochen seines Lebens. Jeden Tag stehen die Olympia-Asse im Rampenlicht, werden gefeiert und geehrt. Doch der Empfang in Pirna toppte alles. Eine ganze Stadt scheint im Olympiafieber und die Nachbarn von Francesco Friedrich setzten gleich noch einen drauf. Über Nacht wurde aus der Planstraße die Francesco-Friedrich-Straße. Ja, habe ich schon gelesen, heute früh. Nee, haben die Leute von der Straße einfach fantastisch gemacht, ein schönes Plakat und haben es einfach mal in die Francesco-Friedrich-Straße umgenannt. Mal gucken, ob es auch so wirklich wird. Mal schauen. Francesco Friedrich, Thorsten Marges, Martin Grotkopp und Candy Bauer. Das Bobteam Friedrich hat Pirna Sportgeschichte geschrieben. Jetzt werden die Olympiasieger gefeiert. Eine Sonderbriefmarke gibt es, eine Bobtorte und schon bald auch die höchste Ehrung der Stadt. Wir haben aus dem Stadtrat heraus jetzt einen Antrag vorliegen, ganz offiziell, dass der Stadtrat darüber beraten soll, ob Francesco Friedrich die Ehrenbürgerwürde der Stadt Pirna verliehen wird. Ich bin da sehr zuversichtlich, dass der Stadtrat das positiv entscheiden wird. Francesco Friedrich auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Mit 16 kam der ehemalige Leichtathlet zum Bobsport. Seit 2010 wird er von Gerd Leopold trainiert. Schnell war klar, der Kerl hat Talent. Der athletische Pilot sollte den deutschen Bobsport dominieren. Ich kann also Pirna nur versprechen, die werden sehr viel Positives von dem jungen Mann zurückbekommen. Der Name Pirna wird definitiv in der Welt sein. Also ich habe großes Vertrauen, dass der Junge das schafft. In Pirna glaubte man an das Versprechen. 11 Unternehmen gründeten vor 7 Jahren eine Sponsorenallianz. Heute sind es derer 50. Sie alle einte das Ziel Olympiasieg. Und Francesco Friedrich lieferte. 2013 wurde er jüngster Zweierbob-Weltmeister aller Zeiten. Seitdem besitzt er ein Daueranrecht auf diesen Titel. 4-mal in Folge gewann Franz den WM-Pokal im kleinen Schlitten. 2017 dann zum ersten Mal auch im Viererbob. Die 5 Mann, mit denen wir seit Jahren in Pirna aktiv sind, sind jetzt alle Weltmeister. Das muss man auch mal noch mal so sacken lassen, wenn man in Pirna zu Hause ist, auch die Pirna selber. Mit Janis Becker hat es angefangen. Franz ist jetzt 5-mal Weltmeister, Thorsten Marges 3-mal. Jetzt ist Grotkopp und Bauer endlich auch Weltmeister. Francesco Friedrich hat fast alles erreicht. Weltmeisterschaften, Olympiasiege. Andere Piloten arbeiten mit 27 Jahren auf den Höhepunkt zu. Franz hat ihn bereits erlebt. Dieser irre Kämpfertyp, immer fokussiert, das Ziel vor Augen. Rückschläge wie das Olympiadebakel von Sochi sind für den Ausnahmepiloten stets Motivation. Francesco Friedrich ist vielleicht nicht der beste Fahrer in der Bahn, wohl aber ein akribischer Arbeiter, ein Modellathlet und ein absoluter Wettkampftyp. Und dann fährt er halt auch einfach 4-mal wirklich richtig gut runter. Aber das macht er halt zum Höhepunkt. Und dann, ja, dann können die anderen eigentlich fast machen, was sie wollen. Wenn wir so auftreten, dann sind wir eigentlich fast nicht zu schlagen. Das Bobteam Friedrich ist aber mehr als nur der Pilot. Die starken Jungs hinter dem Mann an den Lenkseilen sind der Motor des Erfolgs. Kein Team der Welt ist am Start derart explosiv wie die Friedrich Crew. Auch in Pyeongchang waren beste Startzeiten der Schlüssel zum Erfolg. Und so endet dieses Märchen vom Eis mit einem Happy End und an jenem Ort, an dem vor 7 Jahren alles begann. Auf dem Marktplatz von Pirna. Trotz Eiseskälte nahm der Feiermarathon kein Ende. Unzählige Autogramme musste das Bobteam Friedrich unterschreiben. Etwas ruhiger verlief der Abend für Erfolgstrainer Gerd Leopold. Er ist der Vater des Erfolgs und beim Empfang in Pirna der stille Genießer. Ihr wisst ja selber, wie gerne ich in Pirna bin. Hier fühle ich mich sehr wohl und zu den Menschen zurückzukehren mit den Erfolgen, das war mein Traum.
Das war der Traum, wo ich in Korea, in Seoul, in den Flieger eingestiegen bin und mir so gedacht hat, am meisten freue ich mich eigentlich auf den Abend hier in Pirna. Und das fällt so langsam ab und da bin ich, wenn ich heute hier nach Hause fahre, dann weiß ich, es war alles schön. Die Olympia-Eindrücke sind frisch. Alle, die dabei waren, kommen aus dem Schwärmen nicht mehr heraus. Man kann zwar tausende Bilder da machen und tausende Videos, aber so, das können alle Leute, die nicht dort waren, einfach nicht begreifen. Das kann man denen nicht erklären und das bleibt einfach irgendwo im Kopf und das ist einfach unvergesslich. Auch Gerd Rabenstein ist noch ganz euphorisiert. Der Fan und Sponsor vom Bobteam Friedrich erfüllte sich einen Herzenswunsch. 2 Wochen war er in Südkorea dabei, verfolgte das Olympiamärchen von Francesco Friedrich aus nächster Nähe. Einen Olympiasieger in die Arme zu nehmen, das war für mich faszinierend. Wir haben, also unsere Emotionen sind mit uns übergegangen, wir standen die Tränen in den Augen, ja, nachdem er wirklich seinen Wunsch erfüllen konnte, ja, wo wir damit dabei waren. Und so wird es noch viele Geschichten und Anekdoten geben von den Olympischen Spielen in Pyeongchang, die für das Bobteam Friedrich so erfolgreich waren. Zunächst aber freuen sich die Olympiasieger allesamt auf Urlaub. Francesco Friedrich zieht es mit seiner Familie nach Oberwiesenthal in den Schnee. Pernas Goldjunge hat es sich aber auch sowas von verdient.